Der Schwerpunkt in der aktuellen Ausstellung Verbergen und Zeigen sind die Kleiderberge der Künstlerin Lilla von Puttkamer. Wir haben uns gefragt, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, statt der Menschen ihre abgelegten Kleider zu malen. Die Serie mit den abgelegten Kleidern erforscht den Schlaf und die Geste des Loslassens. Nach dem Tod und der Wohnungsauflösung von meinem Vater nahm ich seinen Anzug und ein paar Schuhe mit nach Berlin. Ich begann, meine Familie zu konstruieren und währenddessen darüber nachzudenken, in was für Konstellationen leben wir eigentlich. Neben der Geburtsfamilie bilden die Freunde und das geistige Umfeld auch eine Art Familie, die einen begleitet. Anhand dieser Themen plane ich, die einzelnen Räume in der Ausstellung aufzubauen. Wir wollten zum Beispiel wissen, wie sie zum Malen gekommen ist. Bevor ich Kunst studierte, habe ich getanzt, Theater gespielt, geschrieben und auch Architektur studiert. Parallel hatte ich schon mein erstes Atelier in einer Fabrik auf einer Halbinsel in Ungarn. Dann kam die Entscheidung, mich für ein Studium der freien Kunst zu bewerben. Uns hat zum Beispiel interessiert, was Ihre Intention beim Malen ist. Mich interessiert das Erforschen von menschlichem Verhalten. Dabei spielt das Verhältnis des Einzelnen zur Gruppe eine Rolle und die Zwänge, Wünsche und Träume aller Menschen. Alltagssituationen, Absurditäten, etwas Naheliegendes und Vertrautes sind häufig der Ausgangspunkt der Auseinandersetzung. Bei der Vorbereitung der aktuellen Ausstellung Verbergen und Zeigen hat uns interessiert, worin die Künstlerin Lilla von Puttkamer ihre Aufgabe sieht. In meinen Bildern entwerfe ich Freiräume durch Leere, Abwesenheit und Nichtgeschehen. Mich interessiert die Sprache des Körpers, der Instinkte. Eine Revolution für das Leben und gegen den Kapitalismus, wie Eva von Redeker es in ihrem gleichnamigen Buch beschreibt. Feministische Themen und nachhaltige Lebensformen sind auch Teil meiner künstlerischen Auseinandersetzung. Ausgangspunkt meiner Recherche sind oft alltägliche Dinge, Absurditäten und ein Versuch, humorvoll mit sich und seiner Umgebung umzugehen, um die Leichtigkeit zu behalten. Ich weiß nicht, ob ich es als Aufgabe bezeichnen würde, aber meine Intention ist es, in die Tiefe zu gehen, Geheimnisse aufzudecken und die poetische Seite des Menschen zu berühren. Wir haben die Künstlerin Lilla von Puttkamer gefragt, mit welchen Techniken sie als Künstlerin arbeitet. In der Ausstellung Verbergen und Zeigen in der Kunstsammlung Limburg zeige ich Malerei, Zeichnungen und Objekte. Darüber hinaus habe ich mit anderen Künstlerinnen im Bereich Performance Projekte entwickelt und Schnittstellen zwischen Bewegung und Bild, wie zum Beispiel Video, Wandzeichnung und Malerei, erforscht. Lilla von Puttkamer geht in ihrer Kunst auch auf aktuelle Geschehnisse ein. Das sieht man auch in der gerade laufenden Ausstellung. Wir haben uns gefragt, ob es ihr als Künstlerin ein Bedürfnis ist, Stellung zu beziehen. Als im Frühjahr der erste Lockdown kam, war es mein Bedürfnis, mich mit dem Tagesgeschehen und der Entwicklung der Pandemie auseinanderzusetzen. Dazu sind die Bilder entstanden, die sich mit absurden Maskierungen und unseren Ängsten auseinandersetzen, wie die Utella-Frau, die schwarze Rolle, die Geisterstühle und die Schmutzbefohlene, die in den oberen Räumen der Kunstsammlung Limburg zu sehen sind. Letztendlich beschäftigen uns alle auf einer tieferen Ebene gerade verstärkt ähnliche Themen wie Angst, Verlust und Trauer in Reaktion auf die aktuelle Pandemie und Umweltkrise. Neben den Kleiderbergen befinden sich in der aktuellen Ausstellung der Kunstsammlung in Limburg auch Bilder von Obdachlosen. Wir haben die Künstlerin Lilla von Puttkamer gefragt, ob hinter diesen Darstellungen ein sozialkritischer Anspruch steht. Bei den Bildern von Obdachlosen steht in erster Linie ein menschlicher Aspekt im Vordergrund. Auf meinem Weg zum Atelier fuhr ich täglich an einem Obdachlosen vorbei, der in einer Bushaltestelle in Wedding, Berlin lebt. Schon von Weitem sah ich die pinke Tüte mit den Sternen, in der all sein Hab und Gut war. Mich faszinierte, dass sein ganzer Besitz in diesen Beutel passte, und ich machte mir Sorgen, weil es ein sehr kalter Winter war. Häufig schlafen Obdachlose tagsüber, weil es nachts gefährlicher ist und sie ausgeraubt werden können. Innerhalb der Serie der Kleiderberge ist er der einzig anwesende Mensch. Die anderen Porträtierten sind über ihre Abwesenheit dargestellt. Wir haben uns darüber hinaus gefragt,
ob es Themen gibt, zu denen sie schon immer mal etwas machen wollte. Mit meinem Partner, dem Künstler Albrecht Fersch, planen wir als Geopoeten eine Installation in einem Naturschutzgebiet in Ungarn zu bauen. Unser Entwurf bewegt sich zwischen einem Tiny House und einer Skulptur, in der wir auch wohnen können. An der Weiterentwicklung bereits begonnener Themen wie die Mnemosyne-Zeichen-Performance, die ich 2019 in Griechenland angefangen habe, arbeite ich gerade mit einigen Kuratoren und Künstlern zusammen. Weiterhin sind Projekte und Ausstellungen in Ungarn und China in Entwicklung. Diese Auseinandersetzung über Gemeinschaft ist für mich eine neue Erfahrung, die ich weiterführen möchte. Wir haben die Künstlerin gefragt, welche Projekte sie als nächstes geplant hat. Für meine kommende Ausstellung im Anschluss an ein Stipendium der Schlossmediale Werdenberg in der Schweiz plane ich eine Installation aus Objekten Licht und Schatten. Die Ausstellung Modebilder Kunstkleider in der Berlinischen Galerie, an der ich beteiligt bin, ist leider gerade um ein Jahr auf 2022 verschoben worden. Weiterhin bin ich an Westprim Europa Kulturhauptstadt 2023 als Kuratorin tätig und unter anderem an einer Kooperation mit griechischen Künstlern beteiligt.